Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Abendveranstaltung hier im Auditorium und auch an den Bildschirmen zu Hause, denn auch heute bieten wir wieder einen Livestream an. Wir haben zu dieser Veranstaltung gemeinsam eingeladen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und ich begrüße als Mitveranstalter sehr herzlich Herr Dr. Hans-Georg Golz, den Leiter des Fachbereichs Print an der Bundeszentrale Bonn. Er wird gleich noch ein Grußwort an uns richten. Im Zentrum der heutigen Veranstaltung steht die Neuerscheinung eines Buches. Nationalsozialismus, Aufstieg, Macht, Niedergang, Nachgeschichten. Begrüßen möchte ich herzlich die beiden Autoren, Professor Dr. Gerhard Paul, Flensburg, und Professor Dr. Michael Wild, Berlin. Begrüßen möchte ich außerdem herzlich Frau Katja Weber. Sie wird die Moderation der Veranstaltung übernehmen. Der Titel des Buchs verspricht einen Überblick über die Geschichte und Nachgeschichte des Nationalsozialismus. Im Fokus der Autoren steht die Schilderung der Geschichte als des Nationalsozialismus als Gesellschafts- und Mediengeschichte. Im Buch sind zahlreiche Fotos und Abbildungen enthalten. Viele davon sind auch Teil der Dauerausstellung der Topografie des Terrors. Zugleich ist es mehr als ein Buch, denn es ist mit vielen zusätzlichen digitalen Angeboten verknüpft. Davon wird heute noch ausführlich die Rede sein. Ich möchte an dieser Stelle einen großen Dank an die Autoren aussprechen. Beide sind der Stiftung Topographie des Terrors durch ihre langjährige Tätigkeit in den Gremien der Stiftung verbunden. Sie haben immer wieder in verschiedenen Veranstaltungen ihre Studien vorgestellt. Und 2014 waren sie hier auch beide zusammen im Auditorium, und zwar im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, die die Stiftung anlässlich des 75. Jahrestags der Gründung des Reichssicherheitshauptamts gemeinsam mit Professor Michael Wild konzipiert hat. Damals hat Professor Gerhard Paul über die Gestapo, das Amt 4 im Reichssicherheitshauptamt, gesprochen, moderiert von Professor Wild. Und heute sind wir nun gespannt auf die Ideen, auf die neuen Ideen der beiden Autoren im ganz aktuell erschienenen Buch. Ich möchte Ihnen nun kurz Frau Weber vorstellen. Katja Weber ist Journalistin. Sie arbeitet als freie Reporterin, Redakteurin und Moderatorin für Radio 1, RBB und Deutschlandfunk Nova. Immer wieder moderiert sie Gesprächsrunden und Diskussionen und berücksichtigt dabei gerne auch Bildungs- und Digitalisierungsthemen. Abschließend noch ein Hinweis zu dieser Veranstaltung. Wie immer wird es auch bei dieser Veranstaltung Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause schriftlich per E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird daher während der Veranstaltung auch eingeblendet. Ich darf nun Herrn Golz um sein Grußwort bitten. Ja, vielen Dank, liebe Frau Riedle, lieber Herr Paul, lieber Herr Wild, liebe Frau Weber, guten Abend, liebe Gäste hier im Saal und, wie ich gehört habe, weltweit im Livestream, was uns sehr stolz macht. Mein Name ist Hans-Georg Golz, ich leite den Fachbereich Print in der Bundeszentrale für politische Bildung, bin heute in Berlin, sonst meistens in Bonn. Ich möchte Ihnen eingangs bei dem kurzen Grußwort, und um Sie nicht zu langweilen, unter Bruch des Postgeheimnisses aus einer E-Mail vorlesen, die mir Gerhard Paul ganz preußisch, natürlich auch am Feiertag der Werktätigen am Schreibtisch vor fast 9 Jahren, am 1. Mai 2014 um 11.51 Uhr geschickt hat. Zitiere: Lieber Herr Golz, vor einigen Tagen habe ich mit meinem Kollegen Michael Wild zusammengesessen. Dabei entstand die Idee, gemeinsam einen neuen Überblicksband für die Bundeszentrale über Nationalsozialismus, Drittes Reich und Weltkrieg zu konzipieren, der auf dem neuesten Forschungsstand auch die Bilder und Klänge der Zeit einschließt. Produktionszeit 2017-2018, also kein Schnellschuss und auch kein Sammelband, sondern von beiden verfasst. Was halten Sie davon? Haben Sie Interesse? Wenn ja, lassen Sie von sich hören und Grußformel und überhaupt. Zitat Ende. Mai 2014. Und ob wir Interesse hatten, es ging schließlich um etwas ganz Neues. Ein Digitalbuch, das den Content
Neudeutsch-Content neben reinem Text auch in vielen anderen Ausspielungsformen präsentiert. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr lange diskutiert, manchmal auch gestritten, manchmal auch heftig gestritten, versucht, die Logik unserer bunten Behörde, wir sind eine Behörde, mit dem technischen Fortschritt in Einklang zu bringen. Der hat uns dann schon mal überholt. Und man muss die Kosten im Blick halten. Das war die nächste Herausforderung. Wir haben also diskutiert über Augmented Reality, Web-Apps, QR-Codes, DVDs, überhaupt eine App, alles lag auf dem Tisch und wir befanden uns bisweilen zwischen allen Stühlen. Nun liegt das Werk vor Ihnen. Ich bin froh, nach fast 9 Jahren echter Arbeitszeit, wahrlich kein Schnellschuss. Die Mischung aus Text, Bild, Ton und Film scheint uns einzigartig gut gelungen, aber das muss das Publikum entscheiden. Die lange Produktionszeit ist also nicht etwa auf säumige Autoren zurückzuführen, ganz im Gegenteil. Wir haben sehr lange nach einer zeitgemäßen digitalen Präsentationsform gesucht. Ich hoffe einfach, dass die nun entwickelte App-Lösung nicht gleich wieder veraltet. So, die kann man sich kostenfrei runterladen in den bekannten Stores, auch auf der Homepage der BPB. Anhand von 16 Tiefenbohrungen werden Aufstieg, Macht, Niedergang und Nachgeschichte der nationalsozialistischen Terrorherrschaft erzählt. Die Aufstiegsbedingungen, das unselige Jahr 1933, dessen wir vor kurzem ja nach 90 Jahren besonders gedacht haben, der verlogene Topos von der Volksgemeinschaft, Gewalteskalation, Völkermord und das Nachleben des Ungeistes im Heute lassen sich ganz klassisch im gedruckten Buch sowie zusätzlich multimedial nachvollziehen. Möge der Band dabei helfen, dass wir uns einmal mehr darüber bewusst werden, welch ein Glück ein demokratischer und freiheitlicher Rechtsstaat bedeutet und dass wir alles tun sollten und müssen, ihn zu verteidigen gegen die alt-neuen Verächter und Demokratiefeinde unserer Tage. Mein besonderer Dank bei diesem Großprojekt gebührt der ersten Projektleitung, der leider viel zu früh und viel zu plötzlich gestorbenen lieben Kollegin aus meiner Buchredaktion, Hildegard Bremer. Vielleicht schaut sie uns ja jetzt zu und freut sich. Es war auch eins ihrer Herzensprojekte. Verena Arz hat mit ihrem gewohnt umsichtigen Lektorat das Projekt über Jahre begleitet und die Autoren im besten Sinne betreut. Manfred Jehle, der heute auch hier ist, hat auf meisterhafte Weise die Quellen zu diesem Buch recherchiert. Und last but not least Simon Lengemann, der sitzt da vorne, Leiter unseres Fachbereichs politische Bildung in Veränderungsprozessen in Gera, hat das Mammutprojekt in den vergangenen Jahren gewissenhaft über die Ziellinie getragen. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Stellvertretend für eine Fülle von anderen Dienstleistern sei ganz besonders der Grafikagentur Leitwerk, insbesondere Anita Takagi, gedankt, für die große Geduld und Sorgfalt, mit der sie unser Projekt, nicht nur das Printprojekt, begleitet, sondern instruktiv in die richtigen Bahnen gelenkt hat. So stehen wir nun vor Ihnen, entlassen den neuen Band, den es als Eigenproduktion nur bei uns in der Bundeszentrale gibt, im Shop und da draußen am Tisch für 7 €, in die Öffentlichkeit, während nicht weit von hier die Berlinale eröffnet wird und im Rheinland der Karneval tobt. Über Feedback, gerne auch Kritisches, zu Nutzen und Nachteil dieses letztlich Modellversuches Hybridbuch freuen wir uns sehr. Ich danke unserem langjährigen Premium-Partner der Stiftung Topographie des Terrors ganz besonders dafür, dass wir heute hier sein dürfen. Das ist für uns immer wieder eine Ehre. Und damit übergebe ich an unsere Moderatorin Katja Weber. Vielen Dank. Herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Katja Weber, willkommen in den Livestream und natürlich hier vor Ort. Wie schön, dass Sie trotz der zahlreichen Konkurrenzveranstaltungen, eine nur ein paar hundert Meter entfernt, hier heute so zahlreich erschienen sind. Ich will gar keine große Vorrede machen, sondern Ihnen gleich die beiden Autoren vorstellen. Und zwar wirklich in aller Kürze, auch da könnte man mehr Zeit verwenden, als ich das jetzt tun werde. Gerd Paul ist da. Er war bis 2016 Professor für Geschichte und ihre Didaktik. Das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht ganz unerheblich. An der Universität Flensburg, und er arbeitet seit Jahrzehnten zu den Themen Nationalsozialismus und Propaganda, immer mit Blick auf den Einsatz von Medien.
Also es geht um Visual History, auch bei uns im Folgenden. Es geht um Mediengeschichte, immer verbunden mit der Frage, wie waren denn die Produktionsbedingungen dieses Clips, dieses Auszuges, dieses Fotos, das ich hier vor mir habe, wie waren die Rezeptionsbedingungen? Michael Wild ist da, der hatte einen kürzeren Weg heute Abend. Er war Professor für Geschichte, deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt auf den Nationalsozialismus an der Humboldt-Universität. Wenn ich ins Publikum gucke, habe ich das Gefühl, ein paar Studierende oder Ehemalige sind da. Und ich stelle jetzt nicht die weiteren Arbeiten der beiden Autoren vor. Auch das wäre sehr umfangreich, zur NSDAP, zu Propaganda, Terror, Zweitem Weltkrieg, Holocaust. Denn es geht um ein anderes Mammutwerk heute Abend, das wir auch aufblättern möchten. Ihnen erstmal ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie da sind. Und zur technischen Einführung. Wenn Sie sprechen möchten, den Button unten in der Mitte drücken. So, wir sprechen über ein Buch, aber das ist eine grobe Vereinfachung in diesem Fall. Man kann nach anderen Worten suchen. Ist es ein Portal oder ein bisschen neutraler, ein Zugang zu einer Fülle von Archivalien und Medien? Also Filme, Wochenschauen, Rundfunkansprachen, Fotografien, Zeitzeugenberichte. All das können Sie sich erschließen durch den Band und durch einen QR-Code, in den Kapiteln auf den einzelnen Seiten finden Sie QR-Codes, Barcodes, scannen den mit der App, die da gerade zu sehen war. Ich habe gesehen, einige haben sich das Buch schon besorgt. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon im App-Store waren, aber es funktioniert tatsächlich, kann ich aus Erfahrung berichten, sehr intuitiv und ohne Stolperfallen. Dann können Sie entweder der Chronologie des Buches folgen, also klassisch lesend, den einzelnen Kapiteln, zum Aufstieg der NSDAP, Mobilisierung der Volksgemeinschaft, zum Zweiten Weltkrieg, zum Holocaust. Oder Sie verfolgen eher, ich muss sagen, das war so meine Rezeptionsgeschichte, dass ich irgendwann vom Buch doch mehr in die App geswitcht bin und schauen sich dort frühe NSDAP-Propagandafilme an oder hören Berichte über Entrechtung und Deportation der deutschen und der europäischen Juden oder lesen Berichte, Protokolle von, können die auch hören, von Denunzianten, die ihre Familienmitglieder anschwärzen oder ihre Nachbarn. Oder, das finde ich auch sehr schön, es gibt sehr ausführliche Texte, auf die verlinkt wird, eine ausführliche Schilderung eines Menschen, der berichtet, welche Folgen das für die nachfolgenden Generationen bis heute hat, dass die Urgroßmutter dieser Familie, dieser Person wegen einer psychischen Erkrankung ermordet worden ist und welche Folgen das bis heute hat. Ein Riesenproblem für mich, und das merken Sie schon, ist, wie wollen wir in einer Stunde reden über diesen Band, der alleine ja auch 500 Seiten hat, und wie viele weiterführende Möglichkeiten die App hat, habe ich gar nicht gezählt. Wissen Sie das, wie viele Dokumente hinterlegt sind? Nein. Okay, wir werden versuchen, da viele. Eine Bresche durchzuschlagen, sehr viele, exemplarisch natürlich, anders wird das gar nicht möglich sein. Herr Paul, Sie würde ich gerne als erstes fragen, Ihr Buch oder, keine Ahnung, wie sagen Sie, Hybrid? Hybrid, Metabuch, je nachdem, wie mir gerade ist. Also, das ist eine Zeitkapsel auf jeden Fall und ja. Ich weiß, die Idee dazu kam gar nicht von Ihnen oder Herrn Wild, sondern von einer anderen Person, die heute im Saal ist, nämlich Ihrem Sohn. Was war denn die ursprüngliche Idee oder die Zündung dafür? Also, ich habe ja schon einige Bücher mit der Bundeszentrale gemacht und in denen es um Bilder und um Töne ging. Ich glaube, das letzte war 2013, der Sound des Jahrhunderts zusammen mit Ralf Schock. Und da sind wir immer an die Grenzen der Technik gestoßen. Mhm. Also man kann eigentlich kein Buch machen über Töne, ohne diese Töne auch zu hören, weil die meisten kennen die nicht. Und wir haben uns damals mit einer schlechten Lösung zufrieden gegeben, oder ich habe mich mit einer schlechten Lösung zufrieden gegeben. Wir haben exemplarische Töne auf eine CD gepresst. Das ist kompliziert. Es hat auch nicht so funktioniert, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und irgendwann hat mein Sohn gesagt, Papa, wir leben im 21. Jahrhundert und das Internet und alles das bietet Möglichkeiten. Schlag das doch mal der Bundeszentrale vor, dass die so einen Sprung in die Jetztzeit machen. Und das habe ich auch. Herr Golz lacht. Ja, und gerade mit Augmented Reality, wobei es sind digitale Zusatzelemente, muss man sagen. Mit Augmented Reality, das ist vielleicht etwas hochgegriffen. Aber er hat gesagt, da gibt es ungeheure Möglichkeiten.
Und die Möglichkeiten sind hiermit, mit diesem Buch, keineswegs erschöpft. Also da kann man noch weiterdenken. Aber das war das Optimum, was wir mit der Bundeszentrale herausbekommen haben. Okay, also Ihr Sohn hat Sie offenbar recht zügig überzeugt, auch aufgrund von Vorerfahrung. Wie war das dann wiederum im Teekesselchen-Prinzip sozusagen, Herr Wild, als Sie von der Idee erfuhren? Hat Sie das auch gleich überzeugt, so ein Buch als Nadelöhr? Ja, das kann man, glaube ich, auch noch sagen. Das war ein Gespräch in Schleswig nach einem Vortrag von mir dort über Judenverfolgung in der Provinz und du mich mit dieser Idee konfrontiert hast, gesagt, das wäre doch etwas, was man machen könnte. Und ich muss sagen, dass ich sofort überzeugt war davon. Das fand ich von dir eine klasse Idee. Dann waren wir gerade am Anfang in der Technik auf einmal. Man merkte, mit welchen Schwierigkeiten das verbunden war, dass wenn man es eben nicht mit QR-Code macht, sondern möglicherweise, es gibt im Schulbuchbereich, gibt es schon Versuche, damit Medien mit einzubeziehen und wir dann sehr lange, also eigentlich wir uns über die, sagen wir mal, die Grundkapitel und das Konzept, das inhaltliche Konzept relativ gut geeinigt haben, war dann die Hauptarbeit für die Bundeszentrale ein akzeptables, mögliches, auch einfach zu bedienendes technische Lösung zu finden und für uns dann auch entsprechend auch die Medien zu sammeln, wobei natürlich Gerhard mit seiner wirklich langjährigen Arbeit über Visual History und über Sound History einen nicht nur in seinem sozusagen auf seinen CD-ROM, also oder auf den Festplatten, die du zu Hause hast, sondern vor allem in deinem Kopf natürlich eine Vielzahl von Archivalien und Bildern im Kopf hatte, die dort in dieses Buch einfließen. Also es ist ja auch ein wenig, nicht nur ein wenig, sondern vor allem dein Werk, dass du mit dem, was du schon längst in vielen anderen, also mit Bilder des Dritten Reiches zuletzt, mit den Bildern des Jahrhunderts, an dem ich damals auch mitmachen durfte, dieses in dieses Buch tatsächlich jetzt einmal die Gelegenheit zu haben, auf diese Fülle von textlichen, aber eben visuellen und auditiven Überlieferungen, die das gerade der Nationalsozialismus bietet, nochmal darauf, dies zusammenzufassen oder zu bündeln in einem Buch. Darf ich da reingrätschen, ja? Da Sie auf über diese Fülle sprechen, die entweder auf der faktischen Festplatte oder auf Ihrer Festplatte lag. Tatsächlich müssen diese Dinge dann ja recherchiert werden und können auch nicht einfach genutzt werden, sondern das sind Archivalien, die sind mit Nutzungsrechten belegt, mit Lizenzen. Ich weiß nicht, ob das eher eine Frage an Herrn Golz wäre oder ob Sie beantworten können, wie aufwendig es war, zum einen die Recherche, aber ja zum anderen auch die Kosten, die daran hängen, die Vertragstexte, die da aufgesetzt und unterzeichnet werden wollen. Das ist ja das Tolle an der Bundeszentrale. Das ist eine staatliche Einrichtung, die irgendwie nicht pleite werden kann. Nein, ich muss Ihnen gestehen, ich weiß in etwa, was dieses ganze Projekt gekostet hat. In etwa. Wollen Sie es sagen? Nein, ich sage es nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es ging um die Komplexität der Aufgabe, die dank der Bundeszentrale dann gelöst wurde. Das Problem oder dieses Projekt wäre ohne die Bundeszentrale gar nicht möglich gewesen. Ich hatte mit kommerziellen Verlagen gesprochen, die haben nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Die Frage nach den Bild- und nach den Tonquellen. Ich habe und Michael, wir haben ja nur die Bilder ausgesucht, von denen wir meinen, die müssen in diesen Band hinein. Besorgen, zum großen Teil musste das ein Bildredakteur, den die Bundeszentrale verpflichtet hat, der auch hier unter uns ist, Herr Jähle. Und der hat wirklich über mehrere Jahre, das ist ein ungeheuer, eigentlich müsste er das selber erzählen, es ist ein ungeheuer aufwendiges Verfahren gewesen, jedes einzelne Bild, was die Bildrechte betrifft, zu recherchieren, nachher die Dateien auch zu bekommen, überhaupt die Rechte für bestimmte Bilder oder Töne zu bekommen. Wir haben nicht alle bekommen, Herr Jähle, wenn ich das recht sehe. Wo hat es gestockt? Bei Stockhausen hat es gestockt. Da hat es nicht funktioniert.
Also das ist ein wahnsinnig kompliziertes Verfahren gewesen, weil die Bundeszentrale auch gesagt hat, was ich verstehen kann, wir honorieren jedes Bild und jeden Ton, wo es notwendig ist. Ich bin da großzügiger. Wenn wir so agieren würden wie die Bundeszentrale, dann können wir unsere Publikationen, die sich mit Bildern und Tönen beschäftigen, die könnten wir einstampfen. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Also das war die große Möglichkeit, das mit einem Partner zu machen, der finanziell, jetzt habe ich den Faden wieder, der finanziell potent ist. Und das hat auch Spaß gemacht. Also wenn Sie mit Verlagen verhandeln und da geht es nachher um jede 10 Euro und wir haben uns gar nicht über die Kosten mehr unterhalten müssen, weil die so unendlich hoch waren. Also Sie ahnen, dass mit den 7 Euro, die Sie draußen für den Band zahlen können, das Ding nicht im Ansatz finanziert ist. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, wie haben Sie denn dann ausgewählt? Denn es sind ja im Band unglaublich viele Abbildungen und noch mehr in der App. Wie haben Sie entschieden, was kommt in den Band, was kommt in die App? Ich will noch mal eins sagen, weil das natürlich noch mal auf einer, vielleicht auch eine Metaebene noch mal bringen. Das ist in der Tat ein Problem, dass Bilder, zeithistorische Bilder, Privateigentum sein können. Und eigentlich müssten sie das nicht sein. Also man könnte sich ja auch durchaus vorstellen, dass zeithistorische Bilder Gemeineigentum sind. Also Wiki Cummins gibt es einmal. Also Wikipedia hat einmal dem Bundesarchiv eine große Menge an Bildern abgekauft oder bekommen und damit aus dem Bundesarchiv der Öffentlichkeit für Sie, wenn Sie Wikipedia aufschlagen, können Sie dort diese die unter Wiki Cummins versammelten Bilder können Sie dann benutzen und verwenden. Das Bundesarchiv ist auch noch eine Agentur, wo man sagen muss, der ist der Öffentlichkeit verpflichtet, wo die Bildrechte, wenn man ein Bild, eine Datei haben will, nicht teuer ist. Aber Getty Archives zum Beispiel, Getty Images, da zahlen Sie zehnfache und mehr für ein Bild, wenn es ein besonderes Bild ist. Man könnte auch noch mal als Konsequenz daraus ziehen, dass man durchaus auch noch mal die Forderung aufstellt, zu sagen, dass es ein sehr viel größeres zeithistorisches Archiv von Bildern geben müsste, die frei zugänglich für alle Interessierten sind, ne? Und die eben nicht diesen Restriktionen unterliegen, von denen du gerade besprochen hast. Ne? Die Ausgewählten zumindest sind jetzt frei verfügbar, die Lizenzen für einige Jahre, ich weiß nicht genau wie lang sicher, also diese App ist nicht übermorgen veraltet, 10 Jahre kriege ich angezeigt. Trotzdem noch mal die Frage, wie haben Sie dann entschieden, was kommt in das Buch, also als Druck, gedruckt ins Buch und was packen Sie in die App? Naja, es wäre zu viel gewesen, alles ins Buch zu packen. Und die Idee war ja auch, es anzureichern mit Elementen, die nicht zwingend im Buch sein müssen, aber die, wenn man sich mit einer Thematik vertiefend beschäftigt, dass man da hineingehen kann oder sich auf dieser App auch Filmsequenzen anschauen kann, an die man normalerweise gar nicht kommen würde. Und die Entscheidung ist im Prozess gefallen. Also am Anfang war die gesamte Fülle da und nachher haben wir überlegt, wo gibt es Doppelungen, wo ist es sinnvoll, dass nur in die, bei Filmen ist es ja klar, geht nicht im Buch, deshalb in Töne in die App hinein. Das ist eine Entscheidung gewesen, wie gesagt, im Prozess und das hat sich ständig revidiert. Es tut mir leid, ich scheitere gerade zumindest. Jetzt klappt es mit dem Tablet zu Hause, mit dem Smartphone. War es wesentlich einfacher, denn wir können jetzt natürlich viel reden, aber müssen es ja auf jeden Fall mal zeigen. Und ich würde gerne beginnen mit einem Bild, das ich in einem Kapitel von Ihnen gefunden habe. Es ist jetzt zu sehen, also ein Aufruf aus dem Jahr, aus Mai 28. Es wird geladen zu einer Kundgebung der NSDAP mit Goebbels oder mit Dr. Goebbels als Redner. Und es geht natürlich in dem Kapitel auch noch um den Zeichner, aber das würde ich Sie bitten zu erzählen, Herr Wild. Ja, also dieses Plakat ist insofern wichtig, also einmal genau, was Sie ansprechen. Natürlich wirbt auch die NSDAP mit dem akademischen Titel von Goebbels, der zu dieser Zeit dann Reputation oder einen besonderen Bildungsbürger zeigen kann. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist oben,
nämlich das mit dem Berliner Polizeipräsidenten Goebbels hat in einer Zeit, in der nach 1900, also nach mehreren Schlägereien, die NSDAP für kurze Zeit und die SA in Berlin verboten war, trotzdem mit seinem Kampfblatt Der Angriff eine Kampagne entwickelt gegen den damaligen stellvertretenden Polizeipräsidenten Bernhard Weiß, ein Sozialdemokrat aus einer jüdischen Familie kommend, und er ihn in dem Angriff mit Mjölnir, seinem Lieblingskarikaturisten, ihn ständig als Isidor verunglimpft hat. Und da kommen Sie, ne? Der Berliner Polizeipräsident heißt Dr. Bernhard Weiß. Wer ihn Isidor nennt, bekommt einen Monat Gefängnis. Also der spielt damit, dass man einen Juden doch eigentlich so verunglimpfen sollte. Und Goebbels das konsequent macht und ihm auch wirklich ein Erfolg damit beschieden ist. Man weiß beispielsweise aus Tagebuch, also sozusagen Erinnerungen und Briefen aus der Universität, dass da unter Studenten zu der Zeit dieser Begriff Isidor damit gelächter und alle wussten, von wem die Rede war. Also sozusagen Branding, würde man heute sagen, oder Mobbing, wirklich medial bewusst inszeniert und durchgesetzt, erfolgreich funktioniert hat. Und insofern ist dieses Plakat, nicht umsonst ist es auch so ein Plakat, was natürlich auch mit seiner Anlehnung an der roten Farbe etwas zeigt, der weiß, dass er im roten Berlin ist. Wenn Sie Bilder aus dieser Zeit sehen von Goebbels, Fotos, trägt er nicht irgendwelche bayerischen Seppelhosen und Braunhemd, der hat einen schwarzen Ledermantel an. Der sieht aus wie ein Agitator aus dem Wedding, ein Linker. Also der gibt sich auch, oder der gibt sich im Habitus auch dieser Stadt und versucht mit deutlichem antisemitischen Werf, vor allen Dingen in der Zeit, die NSDAP, also 28, die NSDAP stärker zu machen, als sie ist. Also sie ist eine kleine, versprengte Gruppe, die nicht viel Anhänger hat, eher organisatorisch desperat. Und Goebbels schafft es medial und mit Gewalt, die dann ihre mediale Resonanz hat, dass diese Gruppe sehr viel größer und sehr viel mächtiger erscheint, als sie in Wirklichkeit ist. Und was ich auch bemerkenswert fand, dass auch in diesem Plakat von 28 schon dieses Versprechen auf Gewalt drin ist. Es sind ja noch Dutzende weitere Wahlkampfplakate, Propagandaplakate in dem Band, die das auch weiter ausführen. Dann müssen wir vielleicht noch mal sprechen über das Ordnungsprinzip dieser Kapitel, die den Aufstieg und die Geschichte und dann auch die Nachgeschichte des Nationalsozialismus erzählen. Sie beginnen nämlich, ich glaube, das kann jetzt abgefilmt werden von da hinten, sozusagen immer in der Einleitung mit einem Bild, in dem Fall ein Gemälde von George Cross, aber oft sind es auch Fotografien oder andere Dokumente, die Sie voranstellen. Ich wette, die meisten von Ihnen kennen das Gemälde und wissen auch, für wen Klerus, Militär, Justiz, Bürger, Presse und so weiter die Personen dort stehen. Was ich aber so interessant fand und sehr berührend war, dass Sie dann sozusagen, es hat auch jedes Kapitel eine Rückseite, also im Epilog sozusagen erzählen, dass dieses Gemälde, also Cross musste emigrieren, ist in den 50er Jahren zurückgekehrt, Ende der 50er in Berlin, als US-Bürger gestorben in seiner Heimatstadt, aber dass dieses Gemälde überlebt hat, sozusagen im Auge des Orkans, ich wusste das nicht, in einem Dachboden eines Hauses am Savini-Platz. Ja. Und ich würde Sie beide bitten, nochmal diese Mechanik der Vor- und Rückseite der einzelnen Kapitel, denn das Buch funktioniert ja durchaus auch als Buch, nochmal zu erklären. Ja, das war von vornherein Gerhards Idee, die ich ganz toll fand. Und vielleicht erklärst du nochmal, sagst du auch nochmal, also dieses Einstiegsbild und das Augensagen, die Nachgeschichte des Bildes. Also die Idee war, mit einem Schlüsselbild einzusteigen. Und das Schlüsselbild konnte, wie gesagt, ein Gemälde sein, konnte eine Fotografie sein. Filmsequenz geht ja nicht. Und mal ganz tief in dieses Eingangsbild, es nicht nur als Illustration zu verwenden, sondern es auch exemplarisch zu analysieren in der Bedeutung für diesen einzelnen Zeitabschnitt. Und weil Geschichte eben nicht 1945 zu Ende war, sind auch alle diese Bilder, diese 16 Bilder haben eine Nachgeschichte.
Und deshalb erzählen wir am Ende immer die Nachgeschichte. Ich will Ihnen ein Interner verraten. Ich hatte noch was anderes vor. Ich hätte ja am liebsten noch, was ja möglich gewesen wäre, an den Orten, wo diese Bilder hängen, an den Orten, wo bestimmte Szenen spielen, hätte ich gerne zu Ihnen als Leser und Leserin gesprochen, in 3D. Da hat die Bundes... Beim nächsten Projekt. Da war die Bundeszentrale maulig. Also man kann viel mehr machen noch. Ne? Und das bietet sich ja auch an, damit der Leser und die Leserin wissen, welche attraktiven Männer da eigentlich zu Ihnen sprechen. Ja, und vor allen Dingen, es hätte natürlich eine wunderbare Reise noch bedeutet. Für uns ja, wunderbare Reise. Okay, also da kommt noch was zu auf die Bundeszentrale. Das nächste Bild werden Sie im nächsten Monat, vermute ich, noch häufiger sehen. Ich will es hier gar nicht... ausführlich diskutieren, da glaube ich weitlich bekannt. Was ich aber interessant fand, war, dass all diese Bilder so einen Echoraum haben und sicherlich haben Sie das auch gesehen, nicht nur auf Social Media, ich glaube auch im Print, konnte man dann sehen vor 3 Jahren, als Höcke dem Kurzzeitministerpräsidenten von Thüringen gratuliert, der gerade gewählt wurde mit den Stimmen der CDU und der AfD. Da gab es jede Menge Montagen, die zeigten, dieses Bild ist virulent, also der Handschlag von Potsdam, auch wenn die Analogie keine ist, aber diese Idee davon ist weiter präsent, auch im Jahr 2020 war das. Auch 2022. Wenn Sie sich mal rückerinnern an unseren Wirtschaftsminister, der im Frühjahr nach, wo ist er hingefahren? In die Vereinigten Arabischen, nach Doha und hat dort den dortigen Scheich besucht. Und exakt dieselbe Körperhaltung, exakt dieselben Größenunterschiede, exakt rechts, links gibt es dieses Bild vom 23. März 1933 im Jahre 2022 wieder. Das sagt nicht nur ich, das ist damals durch die sozialen Netzwerke gerauscht, es ist durch die natürlich die rechtskonservative Presse gerauscht. Und das heißt, das ist die Geschichte vom grünen Bückling. Also Habeck wird dargestellt, wie er sich in der ähnlichen Situation, in ähnlicher Körperhaltung, wie Hitler dem Scheich von XY gegenüber darstellt. Also diese Bilder sind in den Köpfen drin. Und was hochinteressant ist, also von daher gibt es immer aktuelle Bezüge. Wir zeigen ja im Eingang dieses Kapitels auf mehreren Bildern, wie dieses Bild zeitgenössisch schon verändert wurde. Mhm. Ne? In auch einen Altarraum verlegt und so. Ja, auch die Zeitgenossen haben ja gesehen, ich weiß nicht, wie groß Hindenburg war, 1,94, ne? Massiver, großer Mann und dann dieses kleine Männchen Hitler daneben. Und das hat man zeitgenössisch sehr schnell korrigiert. Gucken Sie sich das an, was die Malerei daraus gemacht hat. Sagen Sie mir die Seite nochmal, weil ich glaube, dann kann man, ich zeige es nochmal, zumindest für die Menschen im 59, Seite 59. Stream, halte ich es in die Kamera. Hitler macht keinen Bückling mehr, er neigt den Kopf nicht mehr vor Hindenburg und er ist auch nicht mehr kleiner dargestellt. Und wenn Sie dann anschauen, was die dpa mit unserem Foto unseres Wirtschaftsministers gemacht hat, also die Zeitbezüge, die sind so grandios. Natürlich ist den Leuten aufgefallen, dass es ein ähnliches Bild ist. Das ist auch schon dem Fotografen aufgefallen. Und zwar in der Situation, als er fotografiert hat, ist ihm aufgeblitzt, da könnte man ja dran erinnert werden. Und dann hat er Folgendes gemacht. Sie können das alles, das ist ja heute toll im Netz, in den Bildagenturen bei dpa, können Sie sich ja die Bilder anschauen. Da hat er die Kamera leicht gedreht und dadurch waren die plötzlich wieder auf gleicher Höhe. Man kann es nur feststellen, dass da rumgespielt wurde, weil im Hintergrund ein stark strukturiertes Fenster zu sehen ist und das ist auf einmal gekippt. Also das sind Mechanismen, die so neu alle nicht sind. Wir haben sie hier, aber wie gesagt, es gibt ähnliche Sachen. Damit will ich keinen Vergleich, keinen politischen Vergleich zwischen den beiden Herren stellen. Also es ist natürlich noch was anderes, und was auch wichtig ist bei diesem Bild, also dass dieses Bild hier ein Schnappschuss ist. Ja. Also dieses große Bild wird gestellt, aber es ist ein Schnappschuss, der gewissermaßen dann zur Ikone wird.
Also auch hier kann man noch mal sehen, dass es nicht unbedingt bedeutet, dass bestimmte Bilder oder Aufnahmen, die gemacht werden, vorher gestellt werden müssen, sondern sie in einen Kontext fallen, der dann eine enorme Resonanz bedeutet. Und du hast ja sehr schön auch noch mal mit Paul, dann dem zweiten Fotografen, auch noch mal in dem Bild nachgeforscht, ja, wo der zu sehen ist. Also gerade dieses Bild, das man für inszeniert hält, mhm, ist im Grunde genommen eine Momentaufnahme. Und der dadurch, dass es eben genau eine bestimmte Stimmung ausdrückt, zur Ikone wird. Jetzt schauen wir uns noch ein wirklich gemachtes Bild an, nämlich dieses. Das ist, wenn Sie es mit aufschlagen möchten, die Seite 192. Das ist eins der zahlreichen Kapitel, kann ich wirklich sagen, zum Thema Volk, Volksgemeinschaft, Schicksalsgemeinschaft. Was sehen wir da? 172. 172. Genau. 172. Genau, die arische Madonna. Ja, da ist. Ja, ein Plakat aus der Kriegszeit von 1943. Ein bekannter Plakatmaler hat dieses, der Adler als Schützende, also es geht um die Volksgemeinschaft. NSDAP sichert die Volksgemeinschaft und er stellt es so dar, die Volksgemeinschaft als heile Familie, Vater, Mutter, drei Kinder, wie bei uns zu Hause, Joni. Und im Hintergrund der große Adler, der die Familie schützt. Die Familie schützt das, ist die Keimzelle der Gesellschaft und wird hier geschützt von dem Adler zu einem Zeitpunkt, wo an der Volksgemeinschaft ja bereits gezweifelt wird. Mhm. Bei Ihnen habe ich auch gelernt, was die Blickrichtung des Adlers zu sagen hat. Ja, genau. Genau. Unterschiedliche Blickrichtungen sagen, ob es entweder ein Parteisymbol ist oder ein Staatssymbol. Habe ich auch nicht gewusst. Also vieles muss man da auch nachrecherchieren. Aber und das ist hier der Parteivogel, der nach rechts schaut. Das ist der Parteivogel, der hier nach rechts schaut, völlig richtig, ja. Und das Irre ist ja, dass dieses... Genau, darauf möchte ich nämlich hinaus. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht zoomen. Ich weiß nicht, ob die Kollegen im Stream das können. Es gibt für die, die das Buch schon auf dem Schoß haben, auf Seite 198 dieses Bild... Im neuen Gewand, ja, in Jamel. Ohne den Adler und ohne die Schrift, aber das Motiv ist dasselbe. In einem kleinen Dörfchen bei Wismar hat das ein Journalist entdeckt. Und dort hat ein Rechtsradikaler eine Scheune, eine Garage oder was das auch immer ist, mit diesem Motiv bemalt. Das bedeutet, solche Motive haben eine Tradition oder eine Nachwirkung bis in die Jetztzeit hinein. Das muss übrigens nicht nur bei Rechtsradikalen sein. Wenn ich mir anschaue, wie bestimmte antisemitische Motive in meiner Studentenzeit hier, nee, ich war ja nicht Student hier, in Berlin war ich Dozent, in meiner Dozentenzeit in Berlin noch von Studenten benutzt worden sind, mit welcher Selbstverständlichkeit in Karikaturen verwendet worden sind, dann zeigt das nur, dass Bilder eine ungeheure Kraft sind und dass wir zwar rational uns auf eine Zeit beziehen können und diese analysieren können, dass aber die Bilder unterschwellig weiterwirken, ohne dass sie uns überhaupt zu Bewusstsein kommen, was wir da sehen oder was wir da gebrauchen. Und das ist jetzt ein sehr markantes Beispiel über das Nachwirken von Bildern. Eines der berühmtesten Bilder, was ich neulich erst wieder auf einer Studentenzeitung aus Marburg gefunden habe, stammt aus dem Film Der ewige Jude. Eine linke Studentenzeitung und dieses Motiv Der ewige Jude, das sich einfach fortschreibt. Ne? Und uns geht es ja in diesem Projekt auch, in diesem Buch darum, dass man sich bewusster mit Bildern auseinandersetzt, dass man genau schaut, wo kommen die her, wer hat sie gemacht, was ist genau zu sehen. Nur wenn man so an Bilder herangeht, dann ist man vielleicht sensibler, was den Umgang, den eigenen Umgang auch in der Gegenwart mit Bildern betrifft. Sie sehen, ich mühe mich hier redlich, jetzt eine Wochenschau einzuspielen, die, glaube ich, vielen von Ihnen geläufig ist. Ich komme aber irgendwie mit dem Rechts-Links-Verhältnis in dem iPad nicht klar. Also zu Hause ist das wirklich deutlich einfacher, kann ich Ihnen versprechen. Ich weiß nicht, was ich tun muss, damit hier der Barcode erfasst wird, weil für mein Gefühl halte ich das gerade ziemlich exakt da drüben. Also falls da ein Kollege aus der Technik besser durchblickt, was ich hoffe, wäre es zauberhaft, wenn Sie mir helfen könnten. Ja, irgendwie erscheint mir das verdreht, aber jetzt...
helfen Sie mir. Also das möchte ich filmen und stelle mich dabei zu dumm dran. Hier, wo mein Finger liegt. Hier, ja eben. Es ist alles versetzt irgendwie. Also mit dem Handy gehen Sie einfach nur sehr simpel drüber und der erkennt das recht schnell. Mit dem Tablet tue ich mich schwer. Jetzt müsste er es aber eigentlich haben. Sie meinen vermutlich die Filmsequenz vom 20. März 1945. Genau. Diesen letzten Appell. Genau. Die letzten Filmbilder, die es überhaupt von Hitler gibt in der Deutschen Wochenschau. Genau. Und ich habe für die Buchvorstellung hier diesen rausgesucht, weil es gibt auch wesentlich längere, aber ich dachte, wir müssen gucken, dass wir die Clips auch tatsächlich gezeigt bekommen. Ja, ich glaube, es müsste noch jemand umschalten auf die Wochenschau, die hier schon läuft, aber bei Ihnen noch nicht sichtbar ist, dann bringt das nichts. Mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat... Okay, ja, ich fange noch mal von vorne an. So, jetzt soll es klappen. Ein bisschen lauter, falls es möglich ist. Ja, ein Wunsch. Empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Axmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben und dafür mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. Mit diesen 20 Jungen ist vor dem Führer symbolisch die deutsche Jugend angetreten, die als treuer Helfer unserer Soldaten und des Volkssturms mutig und unerschrocken im höchsten Einsatz steht. Der Führer lässt sich von den Jungen ihre Erlebnisse schildern. Ich habe zunächst mit 13 meiner Kameraden unter dem Befehl unseres Bandführers am Stadtrand von Hindenburg festgelegen. Diesen sollten wir gegen einbrechende feindliche Panzer sichern. Als diese dann aus der Richtung Gleiwitz am 24. Januar anrollten, teilte der Bandführer uns in zwei Gruppen ein und während er mit der einen gegen die Panzer vorging, um diese selbst anzugreifen, gaben wir anderen ihm den Feuerschutz. Unser Bandführer hat drei Panzer abgeschossen und ist dann leider bei der Vernichtung des vierten gefallen. Nachdem wir seinen Tod festgestellt hatten, mussten wir uns aus taktischen Gründen auf einen Eisenbahndamm zurückziehen. Und dort habe ich dann am Abend die unter diesem hindurchführende Straße von Gleiwitz nach Hindenburg, die den Zugang zur Stadt bildete, gesprengt. Ich war bei unserem ersten Angriff als Befehl des Bandführers als Melder eingesetzt. Ich musste eine sehr wichtige Meldung für den Sturmschützen zurückbringen und diese heranziehen. Diese kam dann auch nach und so ermöglichten sie uns das Eindringen in das vom Feind besetzte Dorf und so hoben wir die Bereitstellung auf. Als der Russe näher an Laubern heranrückte, habe ich mich dem Kampfkommandanten von Laubern freiwillig als Melder zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste und Verklärung in die Hauptkampfgegenden gebracht. Die Panzerfäuste habe ich auf Leiterwagen oder Kaum unter feindlichem Beschuss gehabt. So, ich hoffe, Sie konnten das verstehen. Zumindest ich zu Hause auf meinem Sofa mit dem Smartphone konnte es gut verstehen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn das über große Lautsprecher gespielt wird. Ich schätze, diese Bilder oder einzelne Motive aus dem Film kennen Sie auch. Dann spätestens in der Fiktionalisierung mit Bruno Ganz in der Untergang. Genau, der versucht, die schüttelnde Hand zu verbergen. Tatsächlich ist das ja auch... ein Film mit so einem großen Echoraum. Können Sie dazu noch mal ein bisschen was ausführen? Also wie damit im Weiteren umgegangen worden ist? Weil Sie haben ja eine Mischung aus Bildern, die man so denkt zu kennen oder glaubt zu kennen und anderen, die ich zumindest noch nie gesehen habe. Also vielleicht erstmal noch mal zu diesem Bild. Das ist, wie gesagt, die letzte Aufnahme, Filmaufnahme. Es gibt ein Foto, das noch etwas später gemacht worden ist. Die letzte Filmaufnahme von Hitler überhaupt. Mhm. Und der Kameramann ist Walter Frenz. Walter Frenz, Fotograf gewesen, Kameramann. Sein Sohn war lange Zeit Leiter des Bildarchivs Preußischer Kulturbesitz. Der verwahrt auch den Nachlass. Es ist hochinteressant, erstmal, wie dieser Film gemacht worden ist, weil Sie jetzt auf Bruno Ganz verweisen. Ist das der Untergang? Mhm. Im Untergang wird diese Szene reinszeniert. Das finden Sie oft heute im Dokumentarfilmbereich oder in diesem Doku, ich will es nicht Dokumentarfilm, in dem Doku-Bereich, wo Filme reinszeniert werden. Und da werden auch Propaganda
Filme als authentische Spiegel reinszeniert. Also Eichinger hat damals die Deutsche Wochenschau als Vorbild genommen und hat die praktisch nachgespielt. Man muss wissen, und das weiß ich von Frenz, Frenz hat sich einmal zu diesem Film geäußert, wie er den gemacht hat. Das Problem bei diesem Film war ja, dass Hitler bereits groß gezittert hat. Und er musste ihn also immer so aufnehmen, dass diese Krankheitssymptome nicht im Bild waren. Und diese Jungs, die wir hier sehen, die haben doch nie vor einer Kamera gestanden. Das heißt, was hier verdichtet wird auf anderthalb Minuten, ist tatsächlich innerhalb von 4-5 Stunden haben die gebraucht, um das alles ins Bild zu setzen. Das heißt, es ist also man merkt ja auch, dass die Jungs das richtig einen gelernten richtig Text auswendig aufsagen. Gelernt haben. Ja, und das und muss der immer, Betreuer das muss scheint noch neben dem einen zu stehen, guckt den so bestätigend immer wiederholt an. Werden und dann schaut, dass der Hitler auf den Bildern nicht zittert. Und das wird dann heute in Doku ein 1:1 nachinszeniert. Das finden Sie auch bei, ich glaube, das ist auch drin, einer anderen berühmten Filmsequenz in dem Film Die Flucht mit Maria Furtwängler. Die haben genau dasselbe gemacht. Die haben eine Wochenschau aus dem Kriegswinter 1944-45 1:1 nachinszeniert. Und auch da muss man wissen, das ist nicht die Realität gewesen. Die sah völlig anders aus. Das war nicht der friedliche Zug, der über das gefrorene Eis der kurischen Nehrung dem Westen entgegengestrebt ist, sondern die waren ständig von Tieffliegern bedroht. Das Eis ist zusammengebrochen. Das war ein Horror. Aber es wird dargestellt als der ordentliche Rückzug zurück in die Arme des Reiches. Und das ist der Resonanzraum. Also viele Dokumentarfilme benutzen die explizit als Propaganda, als Propagandafilme gemachten Sequenzen heute, indem sie sie nachstellen, reinszenieren. Sie haben gerade gesagt, das ist eine der raren Aufnahmen von Hitler dann zu dieser Zeit und in diesem Jahr, kurz bevor der Krieg zu Ende ist. Ja. Und Sie schildern aber vorher auch in diesem Kapitel, das heißt Volk und Führer, Charisma und Kalkül, wie omnipräsent er zuvor ist. Also es ist nicht möglich, Hitler nicht zu sehen, zu hören. Es gibt Sammelkarten, Kinder beschäftigen sich mit ihm in den öffentlichen Behördenstuben, wie auch zu Hause hängt sein Konterfei. Also er ist überall und bei jedem und zieht sich, das schreiben Sie dann so, ab 1940 zieht er sich zurück, zumindest sind die Bilder nicht mehr so präsent. Wieso das? Weil eigentlich der historische Kontext mit Frankreich zum Beispiel einer ist, in dem man denken würde, da läuft es doch noch gut und jeder will diese Bilder sehen. Während der Blitzkriegsphase läuft es noch gut, ist er noch auf dem Bild. Das hat mal irgendjemand ausgezählt, wie oft er auf den Titelseiten von Illustrierten war. Und das lässt dann aber mit dem Stillstand, mit dem Russlandfeldzug nach und nach. Er ist nicht mehr so oft zu sehen. Die Bilder werden, auch wenn man sie anschaut, wie die gemacht worden sind, man sieht keinen Kontext mehr, man weiß nicht mehr, wo ist das aufgenommen, wer steht da im Hintergrund. Und die Anzahl wird einfach immer weniger. Von daher ist das eine Ausnahme, dass er da nochmal bei dieser Vereidigung der Hitlerjungen auftritt. Aber wir wissen ja, dass dieser Mythos Hitler am Brechen gewesen ist. Der ist nicht mehr diese strahlende Persönlichkeit gewesen, die er ursprünglich war. Es ist schade, dass wir nicht die Fotos von Frenz haben. Frenz hat eine, wie gesagt, man hätte noch viel mehr machen können. Frenz hat eine Bildserie gemacht. Ich war völlig perplex, als ich die das erste Mal gesehen hatte. Eine Farbdia-Serie der NS-Führer zum Jahresende 1944. Und alle, wie Guido Knopp das auch so gemacht hat, alle vor demselben Hintergrund, gut ausgeleuchtet und die sind alle fertig. Die sind sowas von fertig, die Leute. Da ist kein strahlendes Gesicht mehr, ist kein Propaganda-Face mehr. Die haben Bartstoppeln, die kommen nicht mehr zum Rasieren und die sind fertig. Und auch die Hitler-Bilder, es gibt ja Bilder von Hoffmann vom Obersalzberg, wo der einfach fertig ist. Die eigneten sich nicht mehr, um diesen Hitler-Mythos zu bedienen. Es gibt eine schöne, Götz Ali hat mal vor vielen, vielen Jahren eine Gastprofessur für ein Semester in Frankfurt gehabt.
und hat mit Studierenden verschiedene Arbeit gemacht. Daraus ist ein kleines Bändchen entstanden, heißt Des Volkes Stimme. Und einer der Studierenden hat einmal den Namen, Geburtsnamen Adolf, die Vergabe, im Frankfurter Standesregister nachvollzogen und einen wunderschönen Aufsatz, wirklich erhellenden Aufsatz gemacht, der dann auch heißt Die Adolf-Kurve. Wie man also sieht, wie der Name Adolf und die Zunahme immer nach oben steigt und man merkt, ab 43 sinkt die Kurve, dass Kinder Adolf genannt werden. Das fand ich auch nochmal eine sehr schöne, sozusagen eine sehr, sehr erhellende Idee, wie man auch so Popularität von Nazi-Größen, auch die Popularität von Hitler dann doch sehr schön im Standesregister einer Stadt nachweisen kann. Jetzt hatten wir einige Beispiele, wo Sie auf die Machart der Bilder, der Filme hingewiesen haben. Ich möchte Ihnen noch eins zeigen, das ist Seite 82, falls Sie da auch mit aufschlagen möchten. Es ist was ganz Idyllisches, aufgenommen in der Stube einer Bauernfamilie, glauben wir zumindest zu sehen. Aber Sie können uns das genauer ausführen. Ja, das ist auch ein Foto, das oft publiziert worden ist, ne, als die Verkörperung, die Familie als Verkörperung der Volksgemeinschaft etc. Und mit einem etwas geübten Blick hätte man schon sehen können, dass an diesem Bild etwas komisch ist. Ganz starke Schatten, Schlagschatten. Das heißt, hier stehen mindestens zwei Scheinwerfer, die diese Familie ausleuchten. Von daher ist das erstmal kein Spontanbild. Und wenn man, und das ist ja die große Möglichkeit, die wir heute haben, dass wenn wir in die Bildarchive reingehen, von einem Sujet gibt es ja nicht immer nur eine Aufnahme, sondern ein Fotograf macht mehrere Aufnahmen, bedient damit eventuell in einer Fotosession auch unterschiedliche Interessen seiner Auftraggeber. Und das hat auch dieser Fotograf gemacht, von dem wir wissen, dass es ein Scherl-Fotograf ist, namentlich war das nicht herauszubekommen, haben wir immer versucht. Und von diesem Fotograf gibt es eine ganze Serie von Bildern. Und da kann man dann feststellen, dass das eine Inszenierung in einem Studio ist, wo man praktisch eine Bauernstube aufgestellt hat und diese Familie da hineingesetzt hat. Sie sagen sogar, die Fenster, die man da sieht, sind keine Fenster, sondern Kulisse. Man schaut nach die Fenster, ja, das ist ja das Problem, wenn man starke Scheinwerfer hat und dann gegen ein Fenster fotografiert, dann sieht man nämlich nachher auf dem Negativ gar nichts mehr, nur noch einen hellen Fleck. Und deshalb hat man die Fenster verhängt, beziehungsweise in dem Falle sind es Kulissen. Und es ist alles wunderbar inszeniert. Das Bild steht dafür, dass die Volksgemeinschaft oft auch eine inszenierte war. Das heißt, das, was wir oft als spontanen Ausdruck von Volksgemeinschaft präsentiert bekommen, erweist sich mitunter bei näherem Hinschauen als für die mediale Verwendung irgendwie inszeniert. Und hier ist das ganz oben, sehen Sie, ein Wochenspruch der NSDAP. Ich habe das mir vergrößert mal. Darunter sehen Sie als Symbol des Fortschritts, wir befinden uns im Pongau, südlich vom Obersalzberg in Österreich, die Glühbirne. Die Glühbirne ist zu dieser Zeit immer noch ein Symbol von Fortschritt, darf man nicht vergessen. Darunter das Hitlerbild und dann an diesem runden Tisch versammelt die Familie. In der nächsten Aufnahme sitzt der Vater, da sehen Sie, wie das gestellt ist. Da liest er irgendeine nationalsozialistische Landposthille. Ne? Auch der Name ganz klar. Er liest der Familie aus diesem NSDAP-Blatt vor. Da wäre der Inszenierungscharakter sofort deutlich geworden. Das Bild ist auch nicht publiziert worden, sondern dieses hier. Dann möchte ich Ihnen noch was zeigen, und zwar ist das aus Ihrem Familienfotoalbum. Herr Paul, das ist die Seite 85, Küche meiner Großeltern, Erzgebirge, Weihnachten 1941. Ja. Wissen Sie noch, wann Sie dieses Foto, wo Sie dieses Foto zuerst gesehen haben? Ich vermute, in einem Fotoalbum? Nee, mein Vater hat viele Fotos gesammelt, Schuhschachtel. Aus einer Schuhschachtel. Viele, viele Schuhschachteln mit Fotos. Wann haben Sie das gesehen oder sich noch mal neu betrachtet als Historiker? Wissen Sie das noch? Im Zusammenhang mit dem Buch auch. Habe ich einfach mal geschaut, was gibt es denn in meiner Familie an Bildern, die thematisch hineinpassen. Und das Irre ist an diesem Foto, mein Vater ist da gar nicht drauf,
beziehungsweise nur als Bild. Mitten auf dem Tisch, auf dem Küchentisch in der Weihnachtszeit im Erzgebirge steht ein Foto von ihm, weil mein Vater ist an der Front. Kurz vor Moskau, hat keinen Urlaub bekommen und da stellen die Eltern und die Geschwister dieses Foto von ihm hin. Und im Hintergrund sehen Sie, es war eine erzkatholische Familie, aber ihren Hitler hatten sie auch in der Wohnstube stehen. Und auch dieses Foto hat so eine Art Rückseite, ja. Oder es gibt eine inhaltliche Klammer. Und ja. Zwar ist das das Foto hier unten auf der Seite 108. Der Kontext hat sich geändert. Genau, das dieselben Familienmitglieder, nur jetzt ist mein Vater dabei. Das ist dann von 1942. Links ist mein Vater. In diesen Kartons waren, ich weiß nicht, 10, 12 verschiedene Bilder, die alle in derselben Ecke aufgenommen worden sind. Das ist so ein Standardblick in die Wohnküche hinein. Und dann sehe ich plötzlich dieses Bild, wo das Hitlerbild dann oben abgeschnitten worden ist. Also es war halbiert, ja. Die Fotogröße, ja. Die ja. Höhe. Ja. Also das ist die schauen Sie sich mal private Fotoalben an, die in der Zeit vor 45 beginnen und in der Zeit nach 45 aufhören. Wie geht man in den Familien mit dem eigenen Bilderschatz um? In diesem Falle wurde geschnitten. Ich kenne andere Familienalben, da wurden die Bilder einfach rausgerissen. Und ich glaube, das habe ich ja der Topografie hier vermacht, das private Fotoalbum des Flensburger Gestapo-Chefs. Mhm. Auch und dazu gibt es Fotos im Ist Buch. Auch ein Foto drin, mhm. Hier in dem Band. Und dieses Fotoalbum, da sehen Sie Familienfeiern, Turnen an der Teppichstange und dann plötzlich wieder völlig unvermittelt den Gestapo-Chef mit seinen Kollegen beim Pistolenschießen und beim V-Leute-Einsatz in Dänemark. Und dann geht es wieder mit Kinderbildern weiter. Und dann gibt es wohl 3 oder 4, wo er nach dem Krieg, beim Pistolenschießen hat er kein Problem. Auch bei der Werbung von V-Leuten in Dänemark hat er kein Problem. Es muss irgendwelche Bilder gegeben haben mit Parteisymbolen. Und die hat er einfach rausgerissen und dann durch bunte Abziehbildchen überklebt. Also diese Entnazifizierung findet auch im privaten Raum in ganz primitiver, einfacher Weise statt. Und das werden Sie fast in allen Fotoalben zu Hause, wenn Sie mal bei Eltern, Großeltern gucken, werden Sie das wiederfinden. Was sich durch ganz viele Aufnahmen zieht, sowohl in der App als auch im Buch, ist das Involviertsein, zumindest als Zuschauer, als Zuschauerin bei Deportationen, bei Plünderungen, ja. Bei öffentlichen zur Schaustellung, Hinrichtungen der deutschen, der europäischen Juden, anderer Gruppen. Das, hatte ich das Gefühl, zieht sich durch wie ein roter Faden, dass Sie zeigen, passiv war niemand, also zumindest als Zuschauende waren alle dabei. Ich glaube, das ist ja auch in der Ausstellung hier in der Topografie, wird es deutlich, einmal dieses große Bild von den Soldaten, die alle eine Kamera umhängen haben. Also wir machen uns schon keinen Begriff, wie viel auch zu dieser Zeit fotografiert worden ist und wie viel diese Bilder auch verbreitet wurden. Also die vielen Soldaten haben nicht nur Bilder für sich gemacht, sondern diese Bilder wurden dann mehrfach abgezogen, den Kameraden mitgegeben und wurden einfach weiterverbreitet. Es gab richtig Listen auch, wer welches Foto haben will oder haben wollte. Also Sie sehen es auch in den berühmten Fotoalben, dass dann auch mit Fotos unterschiedlichem Schnitt oder unterschiedlicher Größe drin sind, weil die auch ausgetauscht wurden. Die Fotografen der Propagandakompanien haben das auch gemacht. Die haben nicht nur Fotos für die Propaganda, also für die Parteipropaganda aufgenommen, sondern auch, wenn sie dort in den Soldaten waren, diese Bilder weiterverbreitet oder wenn die angefordert waren. Und das ist die eine Seite und die auch in Deutschland selbst und anderswo von der Besatzung, aber auch hier in Deutschland, haben sehr viele Fotos gemacht von den Deportationen, von den Verhaftungen, von den Straßen, wo dann noch das berühmte Foto, wo dann noch die Koffer auf der Straße liegen. Und wir haben lange darüber, Gerd und ich haben lange darüber diskutiert und auch gerade die Topografie und andere Institutionen, ZZF und in Arolsen, die Wannsee-Villa, sind immer sehr, sehr bemüht, nochmal auch gerade Fotos von Deportationen zu bekommen. Und wir sind sicher,
dass, weil sie öffentlich waren, denken Sie, hier sind die, ein Großteil oder die meisten Deportierten vom Güterbahnhof 69, von hier vom Moabit deportiert worden und von einem Sammellager Lefizu-Straße. Das heißt, sie sind über einen deutlich, fast 2 Kilometer, glaube ich, der Weg, durch die Straßen durch, vom, sind 1000 Menschen durch die Straßen zum Güterbahnhof Moabit getrieben worden. Und natürlich haben Leute nicht nur hinter den Fensterscheiben zugeschaut, sondern es haben auch Leute fotografiert. Wir wissen es auch von den Todesmärschen, dass Menschen dann hinter den Gardinen gewissermaßen Fotos gemacht haben. Also da, glaube ich, gibt es noch ein Reservoir auch an Fotos, die wir bislang noch gar nicht kennen, die irgendwo in Schuhschachteln, ja, in Fotoalben noch vorhanden sind. Also, dass Sie das mit hinter den Vorhängen ansprechen, es gibt auch eine Fotoserie der jüdischen Bevölkerung in Rendsburg 1938, ja, da gibt es eine Vergrößerungsmöglichkeit, also ein Bild ist im Band, andere sind auf der App, wo Sie sozusagen mit einer Lupenfunktion genau die, also es gibt Menschen auf der Straße, die selbstverständlich zuschauen und andere hinter den Vorhängen, die beobachten, wie ihre Nachbarn, ihre mit Bevölkerung abtransportiert worden ist. Sie sagten vorhin schon mal, ich glaube, Herr Wild, bei Ihnen fiel eingangs schon mal, da zitierten Sie aus einem Aufsatz, in dem ging es um die Provinz. Auch das war was mir auffiel bei dem Lesen des Buches und dem Gucken in der App, dass natürlich oft NS-Geschichte, ja, ich will nicht sagen überwiegend erzählt wird, aber doch mit einem großen Gewicht auf Berlin, selbstverständlich auf München, aber so das platte oder auch bergige Land hinten runterfällt. Bei Ihnen finde ich Aufnahmen aus meiner Geburtsstadt Marburg, eine prominente Stelle, jeder aus Marburg weiß, wo das geschehen ist. Aus Speyer, es gibt Tondokumente aus Eberswalde, jede Menge Berichte aus Dörfern und kleinen Gemeinden. Lese ich das richtig, dass Sie denken, die Geschichte ist bislang zu verengt auf die Metropolen erzählt worden? Ich glaube, das ist das, was uns beide immer vereint hat. Also weil auch Gerhard ja sehr früh in seinen Gestapo-Studien darauf Wert gelegt hat, eben Gestapo Flensburg, dass es eben auch gerade die, nicht die großen, Anführungsstrichen, Stapo-Leitstellen sind, die repressiv und eine wichtige und, sagen, und entscheidende Funktion bei der Verfolgung und der Ermordung der NS-Opfer haben, sondern eben gerade die angeblichen Provinz-Gestapo-Stellen. Und ich mir einmal anhand der Überlebenden und der Berichte des Zentralvereins, der Ortsverbände des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, diese Lokalgeschichte lesen konnte, wie vor Ort, in kleinen Orten, die NSDAP, die SA-Gruppe dort die Menschen vor Ort drangsaliert, vertreibt und dann in der Pogromnacht auch physisch attackiert und zum Teil ermordet und die Wohnungen und Geschäfte zerstört. Und da glaube ich in der Tat, wir sind manchmal, das mag manchmal durch so eine Überlieferung, dass natürlich in den Großstädten es erstmal auch sehr einfach ist, Bilder zu bekommen, dass es sehr viele Fotografen gibt, Auslandskorrespondenten, natürlich in Berlin zuhauf waren. Also Bildmaterial für die Großstädte manchmal einfacher zu bekommen ist, aber nur auf den ersten Blick einfacher. Ja. Du hast ja gezeigt in deinen Arbeiten, wenn man ein bisschen mehr gräbt bei den Stadtarchiven, Kreisarchiven, man tolles Material zu sehen bekommt. Also vielleicht muss man das ergänzen. Michael und ich, wir repräsentieren ja eine Historikergeneration, die aus der Geschichtswerkstättenbewegung kommt. Da kommen dann plötzlich andere Themen, da kommen andere, auch Bilder, andere Geschichten rücken plötzlich in den Fokus. Also dass dieser Band stärkeres Gewicht setzt auf Provinz, hat auch damit zu tun. Auch dass Alltagsgeschichte stärker akzentuiert wird, hat damit zu tun. Aber was Sie noch sagen, was ich noch dazu sagen will zu den Fotos, es ist viel fotografiert worden. Das Irre ist ja, dass wir einige Bilder in dem Band haben, wo gezeigt wird, wie zum Beispiel Deportationen fotografiert werden. Mhm. Also ich habe immer darauf geachtet, das ist ja das Irre. Die Fotografen sind sich ja zum Teil gegenseitig ins Bild gelaufen. Das ging gar nicht anders. Und es gibt ein berühmtes Bild von den Deportationen der jüdischen Männer nach der Kristallnacht 38 in Baden-Baden. Und da sehen Sie, wenn man genau hinguckt, und wir können es vergrößern auch hier in dem Band, da sehen Sie, da hockt auf einer Mauer oben, kaum zu sehen, ein Fotograf und fotografiert diesen Zug.
Und das ist eigentlich das Schöne. Also dafür will ich auch noch mal werben. Es gibt in dem Buch was zu entdecken. Wir haben ja nicht alles ausgeschrieben, sondern wir haben auch Leser und Leserinnen überlassen, bestimmte Dinge zu entdecken. Das, was Sie entdeckt haben, das steht ja nicht im Text drin. Das haben Sie selber entdeckt. Also diese Menschen hinter den Gardinen. Ein irres Bild ist das eigentlich. Na, wird die erste Deportation, die findet schon die sogenannte Polenaktion im Oktober 38 statt. Und es ist ein Fotograf dabei, der genau diese kleine Deportation aus dieser Kleinstadt fotografiert. Und dann nimmt man die Lupe zur Hand und dann sieht man plötzlich, wie hinter jedem Fenster einer steht und die Szene beobachtet. Und so Sachen, Sie können so noch sehr viel mehr entdecken. Also immer dran denken, man kann ja nicht jedes Bild in der letzten Einzelheit beschreiben und auflösen. Das müssen Sie zum Teil dann auch ein Stück weit selber machen. Aber das kann Spaß machen, selbst bei diesem Thema. Und jetzt, also es gibt natürlich jede Menge auch sehr lange Auszüge oder auch Filmausschnitte zu sehen. Ich habe mich jetzt hier für heute Abend auf kürzere Sachen beschränkt. Deswegen landen wir jetzt noch mal bei der Deutschen Wochenschau. Ah, und das klappt jetzt gleich mit dem Umschalten. Vom 4. Juni 1941, der Angriff auf Kreta. Vielleicht. Also die App funktioniert deutlich besser. Das muss ich wirklich sagen. Versuchen Sie es mit weniger Kabeln als wir hier vorne. Mit dem Smartphone funktioniert das tadellos. Ich gehe nochmal in die Übersicht zurück. Keine Ahnung, wieso das jetzt nicht lädt. Auch für Studenten ist es das Buch richtig. Man kann immer sein Handy dabei haben. Im Morgengrauen überfliegt der Verband das Ägäische Meer. Unter uns Kreta. Stukas bereiten die Landung der Fallschirmjäger vor. Bomben auf Flak-Artilleriestellungen und Befestigungen der Engländer. Einsatzziel ist erreicht. Die Fallschirmjäger springen in dichten Gruppen ab. Dass sich die Ästhetik ein bisschen verändert hat, also dass wir schnellere Schnitte gewöhnt sind, sowohl aus Einspielern in den Nachrichten als auch aus Kinofilmen. Sie merken aber bestimmt auch, dass die von Ihnen, die Apocalypse Now gesehen haben, diese Szene kennen in etlichen Motiven. Die Adlerperspektive, der Triumph, dazu Wagner, auch die scherzenden Soldaten in den Flugzeugen sitzen dort dann eben in Helikoptern. Aber der Walkürenritt ist genauso oder zumindest sehr vergleichbar inszeniert. Und ich habe mich gefragt,
kannte Coppola diese Wochenschau oder liegt das einfach so nahe, dieses Triumphalistische mit Wagners Walkürenritt zu kombinieren? Also Coppola kannte tatsächlich diesen Ausschnitt aus der Wochenschau. Der ist vor einigen Jahrzehnten intensiv diskutiert worden, gab auch Tagungen darüber über Richard Wagner und Adolf Hitler. Und da spielte der Walkürenritt immer eine Rolle. Das hat er wohl rezipiert. Und hat tatsächlich diesen Angriff auf Kreta bei dem Angriff bei Apokalypse Now auf dieses kleine vietnamesische Stranddörfchen reinszeniert. Viel schneller geschnitten, viel dramatischer noch gemacht. Aber das, man muss sich ja immer in die Zeit hineinversetzen. Das war für die damalige Zeit, das war ein außerordentlich moderner, könnte man fast sagen, popkulturell aufgeblähter Kriegsfilm, der da produziert worden ist. Die haben übrigens, die Nazis haben die Klassiker, ob das Liszt ist, ob das Wagner ist, in unterschiedlichen Kontexten benutzt, aber immer wieder in der Wochenschau, um die Dinge auch zu dramatisieren. Man könnte jetzt vieles dazu sagen, man hätte eventuell zu dem ganzen Buch auch noch didaktische Handreichungen machen können. Da bei diesem Film, bei dieser Filmsequenz würde sich das anbieten. Aber ich bin der Meinung, man muss auch den Lesern, Leserinnen, Endverbrauchern die Möglichkeit geben, was selber zu machen. Und mit diesem Film, dieser Filmsequenz, kann man einiges selber machen. Das ist auch, ich hab den Film ja nie so auf meinem Handy oder auf dem Tablet gehabt. Ich habe jetzt zum ersten Mal, als ich hier die App benutzt habe, den Ton weggenommen. Und dann ist das ein ungeheuer langweiliges Ding, weil nicht geschnitten wird. Also die Dramatik kommt hier in diesem Falle durch den Ton. Und der Wagner, der Walkürenritt, auch wenn man dieses Vorspiel vom dritten Akt im Auge hat, die Musik wird immer dramatischer. Und das benutzt man hier, um dann auf diesen Bomben, oder in dem Fall ist es ja erstmal der Absprung der Fallschirmjäger, um auf diesen Höhepunkt zuzusteuern. Also Filmmusik hat eine, und Wagners Musik ist übrigens Filmmusik, hat eine ganz wichtige Funktion, um diese Dinge zu dramatisieren und zusammenzubinden. Und deshalb steckt diese Filmsequenz hier drin. Neben vielen anderen, und ich kann mir vorstellen, dass Sie einige Fragen haben, die wollen wir auch gleich hören. Ich würde Sie beide gerne als Letztes fragen. Jetzt haben wir gesehen, was in unserem kulturellen und visuellen und akustischen Gedächtnis abgespeichert ist und wie es sich reaktivieren oder reinszenieren lässt. Können wir es verlernen oder können wir es immer nur kontextualisieren und versuchen sozusagen zu verstehen, wie Dinge gemacht sind? Ich glaube, dass sich Bilder auch verändern, dass sie andere Kontexte bekommen, dass sie aus Kontexten, denken Sie zum Beispiel an eine Bildikone, dieser kleine Junge im Warschauer Ghetto, der zu einer Ikone der Holocaust-Emblematik geworden ist, der aus einem absoluten Täteralbum, nämlich über den Erfolgsbericht des SS-Generals Strobs über die Niederschlagung des Warschauer Ghettos entstanden aus dem Fotoalbum. Das ist nur wenige Exemplare, das hat er für Himmler, für seinen unmittelbaren, für den höheren SS- und Polizeiführer gemacht. Und da geht es darum, dass Menschen aus einem Keller herausgeholt werden. Und da ist eben auch dieser kleine Junge dabei, die natürlich des Todes sind. Die werden wenig später ermordet. Und dadurch, dass dieser kleine Junge auch von dem SS-Täter, der ein Gewehr, also als Bewacher auf ihn gerichtet hat, entkontextualisiert wird, herausgenommen wird, wird das auf einmal so zu einer Ikone des unschuldigen Jungen, von dem man gar nicht mehr weiß, aus welchem Umfeld und aus welchem Album, wie das ganze Foto aussieht. Und darin ist so ein schlagendes Beispiel. Man könnte jetzt über die Gleise in Auschwitz Ähnliches sagen. Glaube ich, Bilder verändern sich. Wir meinen sie zu erkennen und trotzdem sind sie mittlerweile in anderen Kontexten. Und insofern glaube ich, es ist gerade diese Arbeit, dass man sich auf Bilder auch wirklich mit Bildern auseinandersetzt. Das, was wir mit diesem Foto, mit diesem Band ja insgesamt und dann auch die Bundeszentrale insbesondere wollte, glaube ich, eine ganz wichtige, ja, wie soll ich sagen, Praxis, um mit Bildern umzugehen, dass man hinter sie schaut, ihre Veränderung, ihre Transformation, ihre Verwandlung sich anschaut,
und sich auch dessen bewusst wird. Auch damit einhergehend, dass die Bilder, die wir heute sehen, eben auch hergestellt, gemacht, Ausschnitte sind und auch eine wiederum auf anderen Bildern aufgründen, daran die zitieren, also das, was du vorhin gemeint hast mit dem Bild des verneigenden, sich verneigenden Hitler, auf einmal auch Fotografen Bilder im Kopf haben und möglicherweise gar nicht bewusst inszenieren, aber Ausschnitte wählen, die aus einem Bildgedächtnis oder Bildarchiv im Kopf entstehen. Ihnen vielen herzlichen Dank, Ihnen beiden, für Ihre Ausführungen heute Abend. Draußen erwartet Sie der Büchertisch. 7 Euro, wie gesagt, für ein Portal, das Sie in die unterschiedlichsten Richtungen führen kann. Von beiden Historikern finden Sie weitere Schriften auf den Seiten der Bundeszentrale, dann, glaube ich, mit geprüften Bildnachweisen auf jeden Fall, wenn Sie da sicher gehen wollen. Den neu erschienenen Band, wie gesagt, gibt es draußen, die App dazu kostenfrei im App Store Ihrer Wahl. Und ich möchte mich bedanken bei der Bundeszentrale für die Veröffentlichung und die Möglichkeit, das nutzen zu können, bei der Topografie, dass wir heute Abend hier sein können, bei den Autoren Gerhard Paul und Michael Wild für ihre Auskünfte heute Abend zu dieser fast ein Jahrzehnt währenden Arbeit und bei Ihnen fürs Kommen und für Ihre Fragen. Einen guten Abend für Sie. Applaus